Was? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Um sie zur Strecke zu bringen, brauche ich mehr Informationen. Laut meiner Quellen wollen sie sich ausbreiten und haben ein Lager in der Waldwiesen-Nebelhöhle aufgeschlagen. Geht dorthin und schnappt euch Ajum Kajin. Das ist einer ihrer Anführer. Bringt ihn hierher zu mir. Ich möchte etwas Zeit mit ihm verbringen. Wir haben Dinge zu besprechen. Er ist für diese Expansion verantwortlich. Ich weiß, dass er ein... Ich wohnte einige Zeit in der Kaiserstadt. Aber das Stadt... Holt ihn her. Ich habe da ein kleines Angebot für euch, was die Familie Yemane betrifft, der ihr kürzlich beigestanden habt. Es war gütig von euch, Yemanes zurück nach Weatherly zu eskortieren. Der ursprüngliche Eigentümer von Weatherly hat ihnen indes ein noch größeres Erbe hinterlassen. Ihre Familiengeschichte birgt mehr in sich, als es auf den ersten Blick scheint. Wollt ihr davon hören? Hervorragend. Neugier sollte stets befriedigt werden, nicht wahr? Und meine Erzählung beginnt mit dem Vater, Albert Yemane. Er war einst in meinem Dienst. Oder sollte ich sagen... Er war sehr geschickt darin, sich Dinge anzueignen, von denen sich jemand nicht trennen wollte. Er war angewiesen, mir ein sehr wertvolles Stück zu beschaffen. Es gelang ihm, doch er beschloss es selbst. Er floh mit seiner Familie aus Korol und ward nie mehr gesehen. Man fand nur sein... Natürlich dachten meine Komplizen und ich, er sei umgekommen. Die Wildnis ist schließlich eine gefährliche Gegend, keine Gegend, in die man seine Familie führt. Und dann, all diese Jahre später, voilà, der Bruder taucht wieder auf. Es scheint, der Rest der Familie ist gar nicht in der Wildnis umgekommen. In der Tat, was ich mit dieser Geschichte sagen will? Nun, Albert Yemane hat Weatherly mitten im Nirgendwo gebaut. Er war ein Dieb, kein Bauer. Der einzige plausible Grund für so einen Wohnsitz ist, sich den Augen der Korollwache zu entziehen. Ich glaube, dass der Gegenstand, den Albert gestohlen hat und der rechtmäßig mir gehört, in der Weatherly-Siedlung versteckt ist. Leider sind die berüchtigten Oger des Rotwardonentals dort eingefallen und haben die gesamte Beute mitgenommen. Solltet ihr in den Besitz dieses Gegenstandes gelangen und ihn mir bringen, würde ich euch fürstlich dafür entlohnen. Ich kann euch nur sagen, wo die Oger leben. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Über Albert Yemane gibt es nicht viel zu erzählen. Er war einer meiner besten Leute, doch er wurde zu gierig. Der Rest ist Geschichte. Ich bin nicht gewillt, es zu beschreiben. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Gilbert und Reinald wissen nichts von den früheren Taten ihres Vaters. Seht euch vor, die Oger aus dem Rotwardonental sind nicht eben für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ich hoffe, ich... Normalerweise mische ich mich in die Angelegenheiten der Tut euch keinen Zwang an und nehmt diesen Hammer. Nun gut, wir haben...
Stirb.
Hallo? Was ist das? Wer ist da?
Verschwindet! Ihr werdet hier sterben! Was wollt ihr? Schön, schön. Ich komme mit euch, meine... Hab Mitleid, nur eine Münze. Ihr habt ihn. Ihr habt ihn zurückgebracht. Gut. Ich will über die Größe ihrer Truppen. Tut alles, was nötig ist, um ihn zum Sprechen zu bringen. Wenn ihr ihn überreden könnt, gut. Nun geht und sagt ihm, er soll sich setzen. Sollte... Was wollt ihr? Schön! Ihr macht mir keine Angst! Schlagt mir... Ich werde euch... Ich bin ganz Ohr. Weder jetzt. Das ist wirklich ein... Hört auf, ihr... Eine tolle Geschichte. Was immer ihr wünscht. Verzeiht, ich verstehe nicht. Ich wünschte, ich könnte das... Was für ein Unsinn! Ihr braucht gar nicht... Bitte nicht, es tut mir leid. Das ist wirklich... Bemerkenswert.
Ja, oh, verzeiht, ich verstehe nicht. Eine tolle Geschichte. Was für ein Unsinn. Einverstanden, das ist nicht komisch. Eine tolle Geschichte. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Ihr braucht gar nicht Das ist wirklich... Wirklich? Hört auf, ihr macht mir Angst. Ja, oh, ja, weder jetzt noch in der... Das ist wirklich... Wirklich? Interessant. In Ordnung, ich verstehe. Da, vielleicht versteht ihr. Vielleicht... Wir sind nun mehr als 100 Mann. Wir werden jeden Tag mehr. Nein! Ich werde... Niemals! Lieber wir... Dafür werdet ihr büßen! Ich werde euch... Erzählt weiter. Oh, genau was... Da, ich sollte nichts mehr sagen, aber ihr habt... Vergebt mir, mein Meister! Es ist Rizika! Er führt uns an! Und er wird euren Kopf Kein Wort mehr! Ich wähle den... Ha! Sich selbst umgebracht. Ihr habt Informationen aus ihm herausbekommen. Das ist gut. Obwohl die Informationen von dem Argonia sehr nützlich waren, brauchen wir mehr. Ich möchte, dass ihr sie unterwandert. Ihr müsst nach Leia Vin gehen und euch der Dunkelforstrotte anschließen. Ihr werdet auf euch gestellt sein. Haltet euch von mir und von all euren Brüdern aus der Kämpfergilde fern. Es wird hart. Viel Glück.
Hallo, mein Freund. Was? Kocht ihr, Freund? Ich bin Gel. Lebt wohl. Kommandant Jafazir. Die Rotte bietet ausgesuchten Klienten professionellen... Ihr wollt beitreten? Noch eine Gildenratte, die das Sinken... Hallo! Ich grüße euch. Wie Zrava sich über die vielen Hunde bei ihrem Haus aufregt. Zrava sagt, der Lärm von Jabaris Hunden mache sie wahnsinnig. Was wollt ihr? Ihr möchtet bei der Dunkelforstraute mitmachen, oder? Ihr seht stark genug. Kämpfergilde, oder nicht? In letzter Zeit keine Arbeit? Hier in Cyrodiil gibt es jede Menge Arbeit, die erledigt werden muss. Und die Dunkelforstrotte ist mehr als willens, sie zu tun. Ihr seht mir aber nicht stark genug aus. Ein wenig unerfahren auch, trotzdem. Da ihr so wirkt, als wolltet ihr loslegen, folgt mir zum Trainingsplatz. Wir haben... Seht euch vor! Ihr habt eine Mission. Die Siedlung Stade hat uns damit beauftragt, einige Goblins in der Gegend zu erledigen. Anscheinend machen sie den Einheimischen Schwierigkeiten. Das sollte für euch vier aber kein Problem sein. Drei von euch sollten mittlerweile vorbereitet sein. Aber wie ihr schon seht, haben wir auch einen neuen Rekruten unter uns. Ich muss mit euch reden, Rekrut.
Bei dieser Mission müsst ihr vorsichtig sein. Manchmal gibt es Probleme mit... Nehmt dies! Es wird eure Fähigkeiten während der Schlacht verbessern. Das hier? Nun, es ist ein Geschenk aus den Sümpfen von Argonien. Histsaft. Ein Geschenk aus meinem Heimatland. Die Hist... Seid kein Narr! Wir sind mit einer Hist selbst zurückgekehrt. Einer schönen Hist, die die gesamte Rotte mit... Die schlauen Magier machten es möglich. Magie und Eisen. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Wir haben Arbeit vor uns. Los, Bewegung! Tötet die Goblins! Alle! Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Bewegt euch, damit... Ich kann die... Es sind noch mehr. Ihr Räum. Es sind noch. Wie ist's gelaufen? Gut, endlich seid ihr wach. Das wollte ich euch sowieso fragen. Einige eurer Gildenbrüder haben euch gefunden und zu mir gebracht. Gut zu sehen, dass... Sie verwenden Histsaft? Und sie behaupten, sie hätten einen Baum nach Cyrodiil gebracht? Erstaunlich. Ich will mir gar nicht vor... Es überrascht mich nicht, dass man euch in diesem Zustand gefunden hat. Ich denke, diese Männer vertragen mittlerweile viel... Ich mache mir Sorgen um Stade. Ich will, dass ihr euch zurückbegebt dorthin. Vergewissert euch, dass die Rotte die ein... Erstaunlich und verrückt. Ich mache mir Sorgen um diese Leute. Ich warte hier. Ich möchte, dass ihr nach Stade zurückkehrt. Ich warte hier.
Meine arme Bienne. Arme. Ich wünschte, ich wüsste es. Sie sind alle tot. Alle. Ihr habt ihr geholfen, meine Schulden zu begleichen. Ich habe von euch gehört. Sie hat niemandem je etwas getan. Wer könnte... Das waren nicht die Goblins. Das müssen Banditen gewesen sein. Was? Nun, nein, die ganze Stadt. Ich nehme an, ihr seid ziemlich enttäuscht. Wir wissen nun, welche Gefahr diese Gruppe bedeutet. Und das vielleicht sogar besser, als sie es selbst wissen. Ich verstehe, was ich zu tun habe. Dieser Baum ist die Wurzel all unserer Probleme. Er ist eine Missgeburt der Natur und muss zerstört werden. Solange die Dunkelforstrotte den Saft verwenden kann, sind... Ihr müsst einen Weg finden, den Histbaum zu zerstören. Ich nehme allerdings an, er ist ein Krieger, ein schlachterprobter Söldner, der schon überall in Tamriel gedient hat. Er bringt es zu Ende.